Natürlich komme ich nur mit einem Frog Slam da durch. Man darf nicht zu hoch springen, man darf nicht zu tief springen. Was ist gemein ist das hier? Es ist Präzisionsaufgabe hier, davon haben sie eine Menge im Spiel. Wahrscheinlich muss ich den Derp da durchmachen und danach springen. Nein, es war nicht genug. Warum nicht? Nein, nein, nein. Nein, nein. Er wäre fast schief gegangen. Natürlich geht er durch die Wand. Wäre schön gewesen, wenn er gegen den Stein geflogen wäre. Nein. Das wäre doch einfach. Das wäre viel zu einfach als SF. Das wäre doch viel, viel zu einfach. Boah, ich war mir überlegt, ob ich mich Blue Frenzy nenne. Das Problem ist nur, es gibt schon einen YouTube-Kanal, der so heißt. Von einem relativ inaktiven User, der rein zufällig Sonic-Fan ist. Jai. Da wollte ich eigentlich nicht hin. Wollte eigentlich nicht darunter fallen. Wie gemein. Okay, es ist ein Moment, wo ich mir irgendwie wünsche, dass da unten Wasser, irgendwie grünes Wasser oder was ist, damit man da oben wieder hingeportet wird. Nein! Nennt es Schummeln, aber ich will da jetzt einfach mit Schaden hinkommen. Daran haben sie wohl gedacht. Hm. Natürlich haben sie daran gedacht. Das sind gute Entwickler, ey. Obwohl, es wäre cool gewesen, wenn man das jetzt einfach überspringen könnte. Geschafft. Bin hier oben. Mein Problem ist wirklich, dass er sich an jede Wand hängt, wenn es nur geht. Dashing Derp Derp. Jetzt wollen sie aber echt wissen, oder? Ups. Fällst du wohl in die grüne Lava? Dankeschön. Ey, wie groß dieser Kack-Tempel eigentlich ist. Nicht zu fassen! Ah, und da. Okay, das ist der Weg zum Observatorium, verstehe. Oh mein Gott. Ich möchte noch weiter exploren, aber ich gehe einfach mal weiter. Okay, das ist. Noch nicht so übel. Auch wenn überall Todesfallen sind. Okay, was? Hab ich das etwa berührt?
Also wow. Nichts als Ausweichfallen hier. Okay, ich habe schon was gedacht, das Ding irgendwie plattmatschen. Ah ja, okay, er ist, okay, es wird nur getauscht in der Totenwelt. Observatorium. Die Zeremonie ist abgeschlossen. Der große Tempel wird sich erheben. Der Tag der Vereinigung steht bevor. Yeah, endlich kann ich diesen Plagegeist von einer Frau in Brand setzen. Wohl kaum. Dem Jungfrauenopfer soll kein Haar gekrümmt werden. Sie wurde am Tag der letzten Sonnenfinsternis geboren und wird für die letzte Zeremonie gebraucht. Sagtest du gerade Jungfrauenopfer? Haha, ja, was das angeht. Still jetzt, meine Schöne, sei unbesorgt. Fort mit dir, Borracho. Der große Tempel erhebt sich über die Sierra. Alles, was das Licht berührt, wird bald mein sein, umgeben von der Fäulnis der Totenwelt. Und du, meine Liebe, wirst meine Königin. Deine Königin? Er nicht. Aha, darf ich die Chiquita jetzt rüsten? Jetzt darf ich die Chiquita sicher rüsten. Nein, verschwinde! Diese Worte wirst du noch bereuen. Du wirst, meine Braut, ob du willst oder nicht. Alles wird mein sein. Deine Ankündigungen und Drohungen beeindrucken mich nicht. Ich bin ein einfaches Mädchen und werde nie ein Monster wie dich lieben. Mein Herz gehört jemand anderem. Muhaha, Muchachita, wie naiv. Dein Herz zählt nur noch wenig, wenn du mit mir in die Welt der Toten eingekehrt bist. Die sterbliche Natur taugt nicht viel auf der anderen Seite. Damit kommst du nicht durch. Man wird dich aufhalten. Deine Wirklichkeit ist deine Schwachstelle. Das Vertrauen in deine Freunde ist die deine. Star Wars Referenz! Ups. Hoffentlich war das nicht der Held. Juan, nein! Törichtes Mädchen, das hier ist kein Märchen. Happy Ends sind etwas für Kinder. Bitte, lass mich nur noch diesen Dulcador auftauen. Das könnte mein Geburtstagsgeschenk sein. Dieser Held hat genug meiner Zeit verschwendet. Die Sonnenfinsternis naht und das letzte Opfer erfordert viel Vorbereitung. Flammgesicht zum Abendessen erwarte ich Pollo Frito. Komm jetzt, mein Schatz, wir müssen uns auf die letzte Zeremonie vorbereiten. Hurra! Nein! Du willst sicher meine Geschichte hören. Nein! Heiliges Hühnerklein! Okay, jetzt bin ich aber gespannt. Okay, hey. Ah ja, okay. Ah. Ah, natürlich Feuer. Ah ja. Dankeschön, Arschloch. Ja, und genau dasselbe können die Viecher auch. Stimmt für all die Dinge, die ich nicht weiß über diesen Kampf. Toll. Hoffentlich hat das wehgetan. Da wollte ich gerade drüber herspringen.
Nee, nee. Hüll dich ständig in Feuer, du Arschloch. Was ist denn das und das? Ich hatte erwartet, ihn nur anzufassen, tut schon weh. Aber plötzlich dreht er sich um, okay. Dieses Spiel hat wenig Fehler für mich, aber... Gottverdammte Hacke. Ich hab ihn fast. Komm runter hier. Döp, döp. In your face. Wie konnten meine Kugeln gegen deine Fäuste verlieren? Ich kann es nicht fassen. Seufz, du wirst ihn niemals aufhalten. Wenn Kalaka die letzte Zeremonie in dem großen Tempel über der Sierra vollendet, werden die Welten vereint und er wird herrschen. Du bist verloren. Dies ist mein letzter Augenblick. Lass mich bitte in Frieden sterben. Ja, die ist hier. Ja, keine Karte. Dankeschön. Ich muss wieder raus und dann. Oh, ich krieg aber Geschenke. Zweites Stück für Ausdauer. Yes. Kümmert sich immer noch nicht, alter Mann. Gute Arbeit mit Flammengesicht, Mann. Der Hass auf dich dafür, dass du all mein Zeug kaputt gemacht hast, ist nicht mehr so stark. In Ordnung, Zeit für einen Kracher. Greife eine Wand und während du Y gedrückt hältst, drücke oben, um einen Ziegenanstieg auszuführen. Ah ja. Jetzt kann ich also Wände hochkraxeln, ja. Wände hochlaufen scheint ausbaufähig. Nice. Kostet zwar Ausdauer, aber nice. Das kann ich auch mal so lange durchziehen, wie es notwendig ist. Coole Sache. Warum kraxel ich die Wand nicht hoch? Hm? So bei denen? Nein, natürlich nicht. Ist aber auch kombinierfähig im Plattforming. Ja, natürlich, ne? Ich fange an, das Spiel für seine bescheuerten Glitchwände zu hassen. Aber erstmal Fähigkeiten hier. Ich brauche noch mehr Ausdauer, also gibst du mir noch mehr Ausdauer. Und runter! Jetzt bin ich wieder am Anfang. Okay.
Sollte ich an einem späteren Zeitpunkt nochmal farmen müssen, werde ich wieder hierhin zurückkehren, denn ich weiß ganz genau, ich habe noch längst nicht alles gesehen. Weil wahrscheinlich fehlt da auch nicht mehr viel. Aber ein paar Stellen gibt es dann doch noch was. Na egal, nichts hier raus. Ich möchte wetten, diese dumme Zeremonie von Kalaka schlägt sowieso viel, wenn er merkt, dass die Tochter von El Presidente überhaupt kein Jungfräuchen ist. Ja, auf zu Santa Lucita muss ich nämlich wahrscheinlich wieder als nächstes hin. Aber jetzt kann ich überall drüber her. Super praktisch. Ah, nicht doch. Was da ein Stück Ausdauer für mich. Ja, schön. Fühlt ihr was lang? Nein. Muss ich doch im Untergrund lang. Ich hatte gehofft, das könnte ich umgehen. Hoch und hoch und hoch. Oh Moment, ich muss ja doch. Ich habe da ja doch noch einen Block kaputt zu machen. Und jetzt nur für eine doofe Kiste ist. Ja, ne, ich gehe hier hoch. Okay, wir spielen mal nicht damit klarkommen, dass ich den Ziegenanstieg benutzt habe dafür. Ich halte mich nicht mit denen auf, die gehen mir nur auf die Eier. Das kann ich ja einfach hoch. Jetzt möchte ich aber mal sehen, wie es... Ja, okay, in Santa Lucita sieht es nicht anders aus und der hat eine Sidequest. Hey da, weißt du was? Ich habe einen Schatz gefunden. Willst du ihn sehen? Oh nein, der Hühnerdieb hat wieder zugeschlagen. Er hat meinen Schatz gestohlen. Bitte finde ihn und schnapp ihn. Gucken wir bestimmt irgendeine Sidequest, die ich habe. Hat er wahrscheinlich halt eh noch nicht. Nee. Gut, ich weiß, wo ich lang muss, aber ich glaube, ich mache ja erstmal Feierabend wieder. Ein bisschen Material habe ich ja. Und ich will auch nicht vorankommen und dann wieder mitten in irgendwas drinstecken und dann... festsitzen. Wie hoch die Sierra doch ist. Nun gut, ich speichere. Ja, abspeichern tut er ja von selber. Ich sag dann erstmal bis zum nächsten Mal bei Guacamele. Danke, dass ihr zuschaut. Zumindest für die, die es auch echt gucken und sich drauf freuen. Ich spiele super witzig. Bis zum nächsten Mal.